Er ist ein Ungar. Ungar. Ungarisch. Unglaublich originell. Eigenartiger Typ. Ich weiß, dass er mit den Medien zu tun hat. Ein hochintelligentes Schlitzohr. Wenn ich das genau wüsste, was er eigentlich macht. Eigentlich alles und alles richtig. Ferenczi. Ferenczi, wie heißt er nun? Ich heiße Josef von Ferenczi. Ich bin von mir ernannter Medienmanager. An seinen Manieren sollst du ihn erkennen. Josef von Ferenczi, ein Gentleman, ein ungarischer Gentleman, vom Scheitel bis zur Sohle. Er kommt grundsätzlich nie zu spät, auch nicht, wenn die Münchner Gastgeberin einer Benefizgala erst um Mitternacht zum Diner lädt. Als Medienmanager darf man da nicht fehlen. Als Politikerin auch nicht. Und andere schon gar nicht, denen sonst das öffentliche Interesse gilt. Ein Mikro. Ist das dein Team? Hast du schon dein eigenes Team? Du bist böse. Ich wollte nur sie begrüßen. Die Etikette, wie man so sagt, beherrscht er perfekt. Den richtigen Ton bei Politikern auch. Ich wollte Ihnen wieder einmal gratulieren. Sie müssen diesen Ton und Stil in Bayern beibehalten. Ich wollte ja schon lange mit Ihnen reden, aber morgen. Sie haben ja nie Zeit. Sie haben ja nie Zeit. Morgen Nachmittag um 16 Uhr sind wir zusammen. Ja, Gott sei Dank. Ich habe gedrängt, Tag und Nacht gedrängt. Wer sich da schlussendlich mit wem verabredet, bleibt ein Geheimnis. Das Ergebnis des Termins jedenfalls ist eine Sommerparty im Hause Ferenczi im Münchner Nobelvorort Grünwald. Mal wieder darf Mann da nicht fehlen, mit Ehefrau natürlich, denn das gehört sich so am Wochenende, meint der Gastgeber. Ein Medienmanager wäre keiner, wenn nicht die prominenten Vertreter der Szene bei solcher Gelegenheit ebenfalls anwesend wären. Und seinem Ruf folgen sie alle. Pardon, dem von Ehefrau Katharina natürlich auch. Ich darf Sie nun bitten, Ihre Plätze einzunehmen, damit die Vorspeise serviert werden kann. Bei Ferenczi treffen sich Stars und Sternchen und solche, die es werden wollen. Bei 38 Grad im Schatten werden Karrieren geplant und Geschäfte gemacht. Höchst unterschiedliche Menschen aus Wirtschaft, Politik und Medien kommen bei derlei Gelegenheit ins Gespräch. Und Josef von Ferenczi führt Regie. Ich will nur eine ganz große Bitte aussprechen. Wenn die Damen das erlauben, die Herren würden gern den Sakko ausziehen. Er behält seines selbstverständlich an. Ein Gentleman schwitzt einfach nicht. Und dann erfährt die illustre Gästeschar schließlich, worum es eigentlich an diesem Tage geht. Um den CSU-Chef. Und ein bisschen PR für ihn. Und der dankt's dann auch entsprechend. Sehr verehrter Herr von Ferenczi, natürlich vor allen Dingen verehrte gnädige Frau. Was ist nicht Ihnen im Leben schon alles gelungen? Mit Genscher und Strauß gut bekannt zu sein. Wobei Ihnen der eine lieber war als der andere, ich sage jetzt nicht wer. Ich sage jetzt nicht wer. Wem gelingt es, mit Kohl und Frau Professor Süßmuth guten Kontakt zu pflegen? Nicht einmal dem CDU-Generalsekretär. Wer gibt Bücher für Renate Schmidt und Theo Weigel heraus? Und wem gelingt es, den Spiegel und Fokus nebeneinander zu setzen und das noch in die Mitte? Das schaffen nur Sie. Otto, und da müssten Sie die WIP organisieren. Sind Sie da am Wochenende zu erreichen? Ja, ist gut, sag ich ihm. Ja, okay.
Unser Chef, der sitzt im Auto und nach 100 Metern ruft er schon an. Ja, da hat er die Zeit. Im Auto kann er telefonieren und er kann uns sagen, was er noch machen will und so. Weil hier hat er es ja nicht. Da telefonieren Leute ja ständig das Telefon. Das ist ganz schwierig. Darum kommen wir in der Früh um 8. Damit wir von 8 bis 9 in Ruhe arbeiten können. Weil um 9 kommt die Zentrale und dann ist es aus. Nein, ich sage jetzt einfach, ich habe die Reise vom 28. Ja. auf. Ja, ist okay. Fangen wir nochmal an. Ja, fangen wir nochmal an. Klappe, bitte mal. Also ich habe die Zürich. Lagebesprechung bei Ferenczi mit seinen engsten Mitarbeiterinnen. Wenn es denn nicht auf Anhieb klappt, dann nur deshalb, weil Kamera und Mikrofon die Arbeit belauschen. Keine Namen bitte. Hier managt man diskret zwischen Mächtigen und Medien. Sei es, dass ein Konzern ein neues Image braucht, ein Politiker mehr Öffentlichkeit oder Verlage neue Stories für Illustrierte und Bücher. Das Angebot ist konsumsichere Ware. Mit Ihnen besprechen, sondern das vielleicht nächste Woche, aber dazu noch habe ich einiges zu klären, aber ein folgender Telefax an Dr. Kolbe zu schicken, betrifft Hilfe, ich bin ein Mann. Liebe Herr Dr. Kolbe, wie schon Ihnen telefonisch sagte, ich freue mich außerordentlich, dass Sie mit meinem spinösen Titel und Idee einverstanden sind, davon ein Buch zu machen. Max? Nur einen Termin, Herr von Ferenczi, und zwar mit Herrn Brühl. Welcher Stoff ist das? Erste? In die Chefetagen Bonner Ministerien lässt er sich eigentlich nicht gern begleiten. Das könnte die atmosphärische PR stören. Den Terminus hat Josef von Ferenczi für seine Arbeit erfunden. Denn Politik und Wirtschaft können ohne die Medien nicht existieren. Das sagte sich der Meister irgendwann und machte daraus ein einträgliches Geschäft. Und er macht gern ein bisschen Politik. Wie? Das bleibt auch bei diesem Besuch mal wieder im Verborgenen, denn... Ja, meine Damen und Herren, folgende bitte, ich habe von uns und den Damen das besprochen. Ich brauche 10 Minuten unter 4 Augen ohne Apparat. Wir müssen leider draußen bleiben und können uns nur denken, dass es mal wieder darum ging, Minister und andere wichtige Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Denken Sie, dass seine Funktion als Mittler notwendig ist? Ja, ich glaube, die Politik braucht Leute, die sie verstehen, die in den Medien sind, die sie nicht nur an die Pfanne hauen. Und er gehört sicherlich dazu, er ist in beiden Welten zu Hause und darüber hinaus auch noch in dieser alten europäischen Welt. Meiner Generation war der eiserne Vorhang ja auch ein bisschen im Kopf hier nicht. Und wir entdecken das ja alles wieder neu. Ich Gott sei Dank sehr früh, manche später. Und dieses alte Europa verkörpert er natürlich auch. Nicht? Für ihn ist Wien und Prag und eben Budapest nie sehr weit weg von München gewesen. Für manche hier in Deutschland war das verdammt weit weg in der Zeit des Kalten Krieges. Wie gesagt, dieser Mann ist immer pünktlich. Seine Frau auch. Nur den Gästen ist es vorbehalten, Terminschwierigkeiten zu haben. Im Wahlkampf allemal. Hallo. Renate Schmidt, Bundestagsvizepräsidentin und bayerische SPD-Politikerin, ist zum nachmittäglichen Lunch in die Villa Ferenczi geladen. Ein Buch hat man schon gemeinsam auf den Markt gebracht und nun hat der Meister mal wieder eine Idee für ein neues Werk. Und mehr vielleicht. Sie sind auch ein Politiker, Herr Ferenczi. Doch, doch, Sie sind einer, auch wenn Sie es nicht zugeben. Sie kommentieren doch nicht nur. Was tue ich da? Sie versuchen natürlich schon, Einfluss zu nehmen. Natürlich auf andere Weise, als es... Warum will ich Einfluss nehmen? Für wen? Weil Sie was erreichen wollen, wie jeder politische Mensch. Für wen habe ich das Einfluss? Mit keiner Partei, keine Macht... Keine Herrlichkeit, sondern ich bin eine Dienstleistungsbetrieb. Und in einer Dienstleistungsgesellschaft sind Menschen natürlich von Dienstleistungen nicht ganz unwesentlich abhängig. Also ein bisschen Spinat, ein bisschen Kerbel, Petersilie, Schnittlauch und ein italienischer Frischkäse. Es wird nur püriert, gemischt und mit Salz, Pfeffer, Muskat gewürzt.
und einfach in Salzwasser gekocht. Wir haben eigentlich über den ganzen Tag verteilt Gespräche mit Essen verbunden. Und es kann von 8 Uhr in der Früh bis 20 Uhr abends und es ist eigentlich sehr oft nachmittags oder vormittags um 10 Uhr, dass wir so zwei Gänge, so ein Zwischengericht, ein kleines und ein Dessert oder vormittags irgendein Gericht mit einem Käsedessert. Bei diesen einfachen Gabelbissen lässt sich vortrefflich die Lieblingsfrage des Meisters erörtern, die da lautet: Wie geht es weiter? Politiker jeglicher Couleur saßen schon an diesem Tisch. Ich habe bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass irgendetwas, wovon ich wusste, dass er wissen muss, dass das nur unter uns gesagt ist, dass es irgendwohin weitergegangen wäre. Sie kennen ihn noch nicht besonders lang. Wie sind Sie aufeinander zugekommen? Über Willy Brandt. Willy Brandt hat gebeten, dass ich mit ihm spreche, weil er das Bedürfnis hatte. Und wenn Willy Brandt etwas gewollt hat, war das eine Verpflichtung. Ja, es eilt ein bisschen, ja. Ich kann es, wie gesagt, nicht versprechen, habe ich ja gesagt. Wie scheint, hat der zwanglose Plausch auch dieses Mal wieder zu Konkretem geführt. Mit seinen 75 Jahren ist der Exil-Ungar immer noch ein Phänomen der Kommunikation. Ehefrau Katharina spielt dabei ihre Rolle. Erfolg hat nur der Mann. Entweder stellt man sich hinter ihm im Schatten und man stellt sich darauf ein, dass mein ganzes Leben in seine Dienste zu stellen, oder es klappt nicht. Aber im Hintergrund lassen sich bekanntlich die besten Fäden ziehen. Bitte? Am Telefon die Bild am Sonntag. Eine neue Woche, neue Geschichten der Ferenczi Presseagentur. Entschuldige. Liebe, Erotik und was uns Leser sonst noch so bewegt. Was hat er im Angebot, was die Redaktionen vermeintlich nicht haben? Ideen, Stoffe und mehr als 100 Autoren. Die Ferenczi-Agentur entwickelt, vermittelt und kassiert dafür von den Schreibern satte Provisionen. Eine Kolumne im Stern, eine Serie in der Bunten, dahinter steckt Ferenczi. Sein Einfluss reicht bis in die Chefetagen. Welch geheimnisvolles Rezept steckt dahinter? Also, wenn er eine gute Story anbietet oder eine gute Geschichte oder eine gute Idee, dann und man prüft sie und sie ist wirklich gut, man hält sie gut fürs Blatt, dann kommt sie ins Blatt. Das hat aber mit seiner Macht nichts zu tun. Er kann nichts, wenigstens bei uns, kann er nichts erzwingen. Ich glaube, das ist, das konnte er früher auch nicht. Er hatte einfach nur gute Ideen und das Gute setzt sich durch. Also meine schönste Geschichte ist immer noch die, dass er mich eines Tages anrief und sagte, er, der Herr Bundeskanzler von Österreich möchte dringend ein Interview mit mir ein Interview geben. Er hätte ganz wichtige Sachen mir zu sagen. Das sei also unglaublich wichtig. Und er würde das arrangieren. Und da habe ich mir gedacht, wenn Herr Franitzky mit mir reden will, das ist natürlich sehr wichtig, muss ich machen. Und eines Tages war ich dann irgendwo an einem See im Urlaub und habe Herrn Franitzky getroffen und gefragt. Und dann habe ich gemerkt, dass er keine Ahnung hatte, warum ich hier bin und ich keine rechte Ahnung hatte, warum er da ist. Sondern er hat offensichtlich dem erzählt, dass der Stern, wo ich damals gerade war, dringend ein Interview von ihm haben möchte. Wir waren beide sehr überrascht und na, wir haben es dann irgendwie gemacht. Und es war sogar ein Blatt, aber sowas macht man nur einmal im Leben. Was macht er? No, was er Ungar so macht. Handeln, verhandeln, verwandeln. Mein Herz hat er sofort erobert mit verschiedenen finanziellen Vorteilen. Was er macht, er bringt Leute zusammen. Weil jeder glaubt, er könnte ihm irgendwie irgendwo helfen, was er auch tut. Also ich habe oft, wissen Sie gerade, ich habe ja mal die Bild-Zeitung gemacht und da haben wir ja große politische Probleme gehabt, auch mit der Sozialdemokratie. Und da einen Mann wie Ferenczi zu haben, dem man sagt, Joschka, hilf mir mal, ich möchte ein Gespräch haben mit X in einer Baracke oder so. Und das macht er dann. Das war 21. September 92, als wir in Bonn den Europa-Dialog gegründet haben. Wir haben den glücklichen Tag gehabt, weil Gorbatschow war eben in Deutschland.
Herr von Ferenczi ist der ewige Antreiber. Er ist derjenige, der diesen Dialog voranbringt, in positivem Sinn. Ich freue mich, dass er für Europa, damit auch für mich Außenpolitik macht. So weit wird er wohl nicht gedacht haben, als er den Europa-Dialog gründete. Dialog, auch so ein Lieblingswort Ferencis. Völkerverständigung, Europa, dafür engagiert er sich besonders. Das finde ich zunächst einmal wichtig, über die Parteien diesen Europa-Dialog. Ein zweites, dass er gesagt hat, wir brauchen eine Verbreiterung des Gedankens in die Wirtschaft, in die Medien, in die Bildung und Wissenschaft hinein. Die Strecke München-Budapest fliegt er mehrfach im Jahr. In der alten Heimat, aus der er einst fliehen musste, gibt es wieder viel für ihn zu tun. Aber naja, wie ich immer sage, man überlebt alles, nur dein eigener Tod nicht. Nach diesen Prinzipien habe ich gelebt. Wie ich immer sage, in dieser Stadt hätten sie mich zweimal hängen müssen, jedenfalls sie wollten, wäre ein davon auch ausreichend, aber der liebe Gott wollte mit mir etwas machen, scheinbar, dass er mich leben gelassen hat. Schöne Stadt, diese Budapest. Er ist mittlerweile mit anderen Partnern zum größten Verleger des Landes geworden. Illustrierte, Zeitungen, einen eigenen Buchverlag, beim Privatfernsehen ist er auch dabei. Der Mann hält nur selten inne. Arbeiten. Das ist für mich eine Leidenschaft. Das ist ein Sport. Für mich ist das Leben. Er verreist so gut wie nie ohne seine Sekretärinnen und auf gar keinen Fall irgendwohin, wo es kein Telefon gibt. Die Hotelsuite hat gleich 8 davon. Hallo. Ferenczi. Hallo. Ferenczi. Jure Gertiwan. Hogy megyünk tovább? Herr von Ferenczi, in Sachen ungarisches Fernsehen, diese halbe Stunde wollen Sie das machen? Möchten Sie es lieber bei uns oder in der Stadt? Lieber in der Stadt, denn da stehe ich auf, wenn ich will. Darf ich schon? Einen Augenblick, bitte. Mag ein Embassy an niemanden. An der Angolurie. Also. Wer jetzt unten ist, Frau Esther Sabo. Ein Soll hinaufkommen. Okay? Ja. Gott soll sich schützen. Den Herrn werden wir gleich wiedersehen. Die angekündigte Dame kommt direkt aus dem Präsidentenpalast. Politik, sein großes Hobby. Eitel bin ich unbedingt, weil ohne eine gewisse Art Eitelkeit kann man nie etwas machen. Aber ich nehme an, dass meine Eitelkeit war immer unter Kontrolle. Meine gesunde Einstellung, was ich zu mir und zu den Dingen habe. Die Schwarzer Kater-Show ist nichts anderes als die Geh aufs Ganze-Show bei uns, nur auf Ungarisch eben. Die Rechte erworben und preiswert produziert hat MTM, eine ungarische Fernsehproduktionsgesellschaft. 49% davon gehören Ferenczi. Das Hauptkontingent sind momentan die Unterhaltungssendungen, wie Glücksrad zum Beispiel, Riskant oder Geh aufs Ganze. Die machen den meisten Umsatz. Natürlich Spielfilme sind auch sehr wichtig. Um eine bestimmte Größe zu bekommen, unsere ungarische Operation hat voriges Jahr etwa 22 Millionen Mark Umsatz gehabt. Wir sind im Zentral- und Osteuropa Marktführer. Natürlich, unsere Ziele sind kommerzielle Fernsehen. Das bedeutet, dass wir uns für eine ungarnweite kommerzielle Fernsehstation
bewerben. Also, sag schon, wie die Sachlage ist jetzt. Ich glaube, 1994 ist ein wichtiger Ziel, dass wir mehr als 250 deutsche Filme in Ungarn zeigen werden. Das bedeutet, von angefangen mit Heimat startet ja auch die Serie Marienhof, was in Deutschland mit großem Erfolg gelaufen ist. Dadurch wollen wir tatsächlich der ungarischen Bevölkerung einfach ein bisschen mehr über Deutschland erzählen. Nicht nur als Dokumentation, sondern auch als informative Unterhaltung. Finanziert wird alles durch Werbung, die man natürlich auch noch im eigenen Hause akquiriert. Die Beziehungen zu deutschen Firmen, die auf diesem Markt ihre Produkte anpreisen wollen, sind exzellent. So lässt sich denn ein mediales Netz knüpfen, das den Vorsprung in Osteuropa sichert. Und den Einfluss. Was in den großen Illustrierten und Tageszeitungen des Landes erscheint, wird hier bei Ferenczi Europress in Budapest entschieden. Wir sind die erste private Presseagentur Ungarns. Keine reine Nachrichtenagentur, sondern eine Presseagentur. Das heißt, wir bringen auch die bunten Geschichten, das, was die Leute so interessiert. For a press agency, the most important thing to be interesting, to be colorful. Herr von Ferenczi hat als erster erkannt, dass die Medien eine entscheidende Rolle im neuen politischen und gesellschaftlichen Leben Ungarns spielen werden. Und das war sozusagen unser Startkapital. And his idea of the importance of the media was very important for us. Und der Coup mit dem Springer Verlag. Dem ebnete er durch seine politischen Kontakte schon vor der Öffnung 1988 den Weg nach Ungarn und durfte dafür mit 15% einsteigen. Er hat Herrn Peter Tamm nach Ungarn gebracht. Ich glaube, er war in diesem Sinne der Mann, der den Axel Springer Verlag auch nach Osteuropa gebracht hat. Weil Sie wissen, Springer Verlag wegen der Bild-Zeitung hat in Osteuropa wegen DDR auch einen sehr schlechten Ruf gehabt. Und diesen Ruf hat mit Hilfe von Josef von Ferenczi wurde das aufgebrochen. Und ich glaube, dazu war es schon notwendig, dass er schon irgendeine Missionarsfunktion in diesem Sinne ausgeübt hat, dass er gesehen hat, hier sind Möglichkeiten, eventuell für einen großen deutschen Verleger auf dem ungarischen Markt zu kommen. Dazu war er schon fähig und ist fähig, noch immer solche Sachen auf die Beine zu stellen. Die jüngste Idee, Alpha TV. Was wie eine geheime Logensitzung anmutet, ist das wohl zukunftsweisendste Projekt für die Region. Satellitenfernsehen für Mittel- und Osteuropa, für 400 Millionen Menschen. Doch erst einmal müssen die Geldgeber gefunden werden. Herr von Ferenczi ist ausständiger Mann in Europa. Wir glauben das und er wird eine sehr wichtige Rolle spielen in der Organisation. Soll er das Geld organisieren? Nicht nur. Aber auch. Aber auch, natürlich. Vielen Dank. Ich glaube, die Ungarn verbinden seine Position als Medienmanager mit sehr viel Geld und mit sehr viel Macht. Geld und Macht zusammen, nicht nur einzeln, sondern auch zusammen ergibt ein Mysterium. Ich glaube, die Ungarn brauchen aber solche Mysterien. Angefangen von der ganz frühen Geschichte haben immer Führungsfiguren ein bestimmtes Mysterium um sich herum gehabt. Herr von Ferenczi ist einer der wichtigsten Ungarn mit einer tatsächlichen Mysteriumsicherung. Ferenczi und die mächtigen Magyaren. Seine Kontakte erst machen seine Unternehmungen möglich, der nun auch der Präsident Gönsch von ganzem Herzen wünscht, dass sie Erfolg haben. Durch die alte Zentrale der Kommunisten geht der Mann, der die Machthaber von einst und westliche Sozialdemokraten schon vor der Wende an einen Tisch brachte. Jules Horn, einst Außenminister in Zeiten des Umbruchs, jetzt Regierungschef.
fact an Napoleon. Jura, so war. Geboren als Sohn eines Landadligen, dann Widerstandskämpfer und schließlich Leiter einer Widerstandsgruppe gegen die Nazis, flieht Ferenczi nach dem Krieg vor den Kommunisten Richtung Westen. Von seinen einstigen Handelsgeschäften ist ihm kein Pfennig geblieben. Der arme Flüchtling kehrt in sein Heimatdorf Keschke mit als großer Wohltäter zurück. Ein SOS-Kinderdorf hat er gespendet, natürlich nicht allein. Nach dem Prinzip, tue Gutes und rede darüber, findet er immer Unternehmen, die ihr Geld geben, und seine Autoren berichten dann fleißig darüber. Ganz besonders möchte ich mich aber bei Herrn von Ferenczi bedanken. So lassen sich denn Wirtschaft, Politik und Medien auf wundersame Weise verweben. Auch beim Einstieg großer Konzerne in neue Märkte. Auch Siemens hat wieder Vertrauen zur ungarischen Wirtschaft in ganz besonderer Weise gefasst. Diese Beratung und das Nutzen von Kontakten lassen sich die Unternehmen auch viel Geld kosten. Viele Kontakte hätte ich ohne Herrn von Ferenczi nicht herstellen können. Vor allem in Budapest war er außerordentlich hilfreich. Dort haben wir eine interessante, wirklich interessante Abendveranstaltung gehabt, wo Leute gekommen wären, die wahrscheinlich auf meine Einladung nicht gekommen wären, nehme ich an. Wir haben ja auch gedacht, wir kommen mit Anzeigen und mit der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit über die Bühne. Heute ist auch unser Geschäft, gerade in so einem großen Unternehmen wie Siemens, eingebettet in die ganze Medienlandschaft. Und da ist Herr von Ferenczi halt ein wichtiger Partner und ein guter Berater, auch für mich persönlich im Übrigen, ein guter Berater. Na, er macht es so, dass er zwei Beine hat sozusagen. Das eine Bein ist der Journalismus, er hat also Autoren laufen sozusagen, von denen nimmt er Prozente und die setzt er ein bei verschiedenen Zeitungen. Er hat aber auch PR-Verträge mit bestimmten Firmen, also mit Ölfirmen meinetwegen oder Versicherungen. Und wenn er nun also über eine dieser Versicherungen was Schönes in irgendwelchen Blättern haben will, dann sagt er vormittags zu seinem Autor, schreibt doch mal was Schönes über Versicherungen. Und nachmittags sagt er dem Autor dann, schreibt doch was Schönes über speziell diese Versicherung. Und dann verdient er sozusagen zweimal. Und das ist das, was man heutzutage Medienmanagement nennt. Und das beherrscht er am perfektesten. Die Vermengung kommt ja nur dann raus, es ist ja nur dann eine Vermengung, wenn seine Abnehmer, also die Sendeanstalten oder die Blätter oder die Zeitungen, nicht wissen, was, ob er etwas vermengt. Aber nun ist die Branche ja so durchlässig, das ist ja wie Kristall. Dass man eben weiß, dass er für bestimmte Politiker was tut. Und dann muss der Chefredakteur oder der Textredakteur muss dann eben die Grenze ziehen, muss sagen, muss ihm dann irgendwann auch mal eine Passage rausstreichen, die er da angeliefert wird. Wir schreiben das Jahr 1954. Die Deutschen stehen im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft in Bern gegen Ungarn. Und hier das 2:2. An den Fernsehschirmen sahen damals Millionen, so ungläubig wie der Trainer Sepp Herberger, den wirklich einmaligen Erfolg der deutschen Außenseiter. Das war das Siegestor. Mit 3:2 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister. Und die Nation steht Kopf. Ein Film über dieses Spiel wird zum Hit des Jahres. Ferenczis erster Erfolg. Er spricht kein Deutsch, hat kein Geld, aber eine geniale Idee. Jetzt fehlten ihm dafür nur noch 200.000 Mark. Also Generalkonsul Schubert ist der große Wohltäter, darf ich das so sagen, der von dem hierher gelaufenen armen Ferenczi übernommen hat, den Fußballweltmeister und Filmgeschichte 1954, jetzt ist 40 Jahre. 40 Jahre, in dem Moment 40 Jahre. Warum hat der unbekannte kleine Ferenczi diese Optionsrecht bekommen? Weil ich habe einen Plan gemacht. Erste abendfüllende Dokumentarfilm über etwas. Es war die Volkstümliche Wochenschau, hat den ganzen Apparat stillgelegt während der Fußballweltmeisterschaft und hat nur die Wochenschau beliefert. Und aus diesem Material wurde dann der Film zusammengestellt. Aus 40.000 Metern wurde der Film zusammengestellt.
Für den Generalkonsul wurde die gemeinsame Unternehmung zum lohnenden Geschäft. Für den Ideengeber Ferenczi blieb nur ein geringes Salär. Fortan machte er andere Verträge und bessere Geschäfte. Ferenczi wusste, was die Deutschen sehen und vor allem lesen wollten, noch bevor sie es selber ahnten. Wirtschaftswundergeschichten, bunt und leicht verpackt. Manch Schreiber wird damit berühmt, Ferenczi reich. Er wird zum Boulevardlieferanten Nummer 1 und verhilft Konkurrenten wie Stern, Quick und Neue Revue zur Auflage. Alle diese Gattungen, Sport, Essen und, die waren wirklich die Gattungen, die ich so von dem normalen Revier herausgeschnitten habe. Weil, wie gesagt, wenn ich überhaupt etwas konnte, dadurch, dass ich auch viel Hunger gehabt habe, woran haben die Leute Interesse? Wie geht es weiter? Ehe, Liebe. Die Psyche der deutschen Frau, ihre Sorgen, ihre Nöte. Ein Ungar musste kommen und sie erkennen. Er weiß, wonach sie sich sehnt. Seichte Unterhaltungsware. Das war, als er als ganz schlecht situierter Flüchtling hier ankam und ich damals Bravo machte, wir beide noch sehr, sehr jung waren und ich ihm versucht habe, ein bisschen den Start in Deutschland zu erleichtern. So hat er wahrscheinlich durch ein Vielreden am ersten über die Fresswelle geredet, als erster über die Urlaubswelle, über die Reisewelle, als erster über die neue Bescheidenheit. Alles dies, weil er ein Seismograph ist. Er merkt es nicht, ach, das habe ich schon immer so gefühlt oder das war so, sondern er platzt mit dem, was er fühlt, sofort heraus und so entstehen Ideen. Das heißt, die sogenannte Aufklärungswelle, die mit Sex und all diesen Ideen nichts zu tun hatte in meiner Vorstellung. Und dazu habe ich einen Autor, war immer ein entscheidender Faktor, wenn man etwas Idee hat. Wer kann das in der Praxis umsetzen? Oswald Kolle. Oswald Kolle klärt die Nation endlich darüber auf, was in ihren Schlafzimmern los ist. Ferenczi ist offen für alles, wenn es sich denn verkaufen lässt, und wird vom Presseagenten zum Medienmanager. Aus einem Thema wird eine Illustriertenserie, ein Buch, ein Film. Der damalige Chefredakteur Struve suchte eigentlich einen Stoff, so ein bisschen leicht heitere Sexgeschichten. Und Ferenczi hat ihn überzeugt, dass der richtige Stoff dafür wäre, Dein Mann, das unbekannte Wesen, den ich bereits in Buchform vorgearbeitet hatte. Und daraus entstand dann ein großer, großer Erfolg. Und ich fand ihn dann ganz hervorragend, weil er zum ersten Mal wirklich für Autoren Geld rausgeholt hat. Sind ja dafür mehr als andere Agenten? Nein, es ist 25%. Ja. Mit im Geschäft ist Sohn Andreas, der Herr neben Altbundespräsident Scheel. Wenn sein Vater und er zur Tafel bitten, sind auch ganz ungleiche Paare geladen. Ferenczi ist das geworden, was man so schön einen Mann mit Einfluss nennt. Das Operetten-Image des Zigeunerbarons mit entsprechend üppigem Lebensstil pflegt er wie sein fließend gebrochenes Deutsch und die Kontakte zu den Mächtigen. Das Heimvideo liefert aber nicht nur diesen Beweis, sondern zeugt auch von dem Entdecker und Förderer. Dem Mann, der schon so manch unbekanntem Gesicht zu Starum verholfen hat. Ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Ich bräuchte Ihnen das vielleicht nicht zu sagen, wenn Sie Ihre Kinder mitgebracht hätten. Ich danke. Ja, vielleicht darf ich aber meine Kompetenz auch für Erwachsene mit einem Spiegelzitat belegen, weil Sie ja wahrscheinlich selten Bravo lesen. Da stand also, er ist ein sonniger Smarty, der verzagten Alten den Glauben an die deutsche Jugend wiedergegeben hat. Er hat eher gemerkt, was ich wert bin, als ich selber. Und hat die ersten Jahre meine Karriere begleitet, finanziell den zweiten Teil meiner Karriere mit guten Wünschen. Was hat er denn für Sie getan?
Er hat mich am Anfang unterstützt, hat mich drauf gebracht, was man alles machen könnte, hat mir viele Ideen verwirklicht und er ist mir da sehr ans Herz gewachsen. Und wer einmal Ferenczi-Fan ist, ist es für den Rest des Lebens. Ja, Maria, wie geht es weiter? Die Fernsehwelt unter sich. Verleihung der Goldenen Kamera. Feste sind Dienstleistungen. Da kommen Leute zusammen. So sieht es der Manager und trifft schon wieder Verabredungen mit Fernsehintendanten, bekannten Autorinnen und Filmschaffenden. Und dann war da noch der Mann im Rampenlicht, der einst kleine Hörfunkmoderator aus München. Wer ist nun der eigentlich Mächtige? Josef Ferenczi besitzt, wie ich fühle, überhaupt keine Macht. Er besitzt nur die Macht, weil alle möglichen Leute glauben, er hätte Macht. Und dieses kleine Vakuum an Geheimnis, das ist seine Macht. Er hat so viel Macht, wie die Leute glauben, dass er sie habe. Real hat er keine. Jedes Menschen Macht, der in den Medien tätig ist, wird überschätzt. Nicht nur die von Ferenczi. Ich würde also mal sagen, so gewaltig ist die Macht heute nicht mehr. Aber andererseits, wenn ich gelegentlich im Flugzeug von Berlin nach München sitze, dann sehe ich dann plötzlich zwei Reihen vor mir, Josef von Ferenczi, und neben ihm ist eine Chefredakteurin einer großen Frauenzeitschrift. Und ich merke, dass sie heftig auf ihn einredet und weniger er auf sie, da habe ich das Gefühl, es ist wohl noch was. Ja, Macht durch gute Instinkte und dadurch, dass er Blick fürs Wesentliche hat. Er hat Zugang. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Kabinettsmitglieder gibt oder auch andere sehr wichtige Politiker, die Ferenczi nicht zum Gespräch zur Verfügung stehen, wenn er das wünscht. Aber ob das dann wirklich dazu führt, dass daraus, wie Ferenczi das nennen würde, eine konkrete Aktio entsteht, das weiß ich nicht. April 1992. Klaus Kinkel und Irmgard Schwetzer haben eine schwere Nacht hinter sich. Innerparteiliches Gerangel bei den Liberalen um den vakanten Posten des Bundesaußenministers. Schließlich präsentiert sich der Sieger der Öffentlichkeit, während die Unterlegene die letzten Tränen trocknet. Ferenczi tritt auf den Plan. Denn versöhnen will er immer die ganze Welt. Das ist eine ganz normale Ferenczi-Aktivität. War, was ich 7:30 früh gemacht habe, habe ich angerufen und habe gesagt, Madame, nicht zu weinen, machen Sie sich schön und kommen Sie so, wenn nichts passiert hätte, mit Sicherheit diese Minidrame, keine griechische Tragödie. Es wird auch irgendwie zwischen euch beide noch irgendwelche Form auf eine Bahn gelenkt, wo die Freundschaft, die Zusammenarbeit zwischen euch beiden stattfinden kann. Sie kam strahlend, schön, elegant, begeisterungsfähig, wie ich registriert habe. Und dann habe ich einen nicht vorher überlegten und vorprogrammierten Schritt gemacht. Ich saß mit Herrn Kinkel am selben Tisch und gehe ich neben ihm stehen und sage, bitte nicht aufzuspringen, nicht wegzulaufen, ich habe etwas zu sagen. Er sagte, was? Jetzt kommen wir beide zu dem Mikrofon, sie reden darüber, worüber sie reden wollen und am Ende werden sie sagen, und jetzt grüße ich meine Kollegin, Frau Schwetzer und einige nette Worte dazu und dann beide kommen wir zu ihrem Tisch und werden sie vielleicht umarmen, küssen und damit ist der Fall und Problem erledigt ist. Es war ganz hilfreich, damals auf diesem tollen Fest, was er in seinem eigenen Garten organisiert hatte, auch zusammen mit Klaus Kinkel, den ich nach einer sehr harten und für mich auch sehr bitteren Auseinandersetzung vielleicht doch etwas distanziert betrachtet habe, wiederzutreffen. Es war nützlich, auch für die Beziehung von uns beiden. Und es gab da leichte Verletzungen. Er hat an diesem Abend uns beide wieder zusammengebracht. Das war bemerkenswert.
Ja, das war außergewöhnlich. In dem Fall war es einfach nur eine Geste von ihm zu sagen, jetzt tue ich diese beiden Persönlichkeiten, die zerstritten sind, zusammenführen. Die müssen sich dann noch herzen und küssen, damit jeder sieht, dass sie sich in Wahrheit doch lieb haben. Und ich, Josef vom Fernsehen, habe das gestiftet. Also das ist, glaube ich, einfach auch so der Versuch, den er ja oft betreibt. Sagen, ich bin so der Ausgleichende, der Mensch, der die Menschen daran hindert, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und das ist dann auch wieder atmosphärische PR. Kein Geschäft. Oder nur auf den zweiten Blick. Also, weiß nicht, wie Sie. Aber in Wahrheit ist er selber ein verhinderter Politiker. Und das dürfte denn auch der Grund sein, warum er anderen, wie dem Christdemokraten Leisler Kiep, dazu verhilft, dessen Gedanken in den Medien zu veröffentlichen. Meinungsbildern vorzubereiten. Und da würde ich sagen, zum Zeitpunkt, dass das etwa doch Mitte April anfangen müsste. Wohin schicken wir das Abgeschriebene? Ja, das ist nun ganz schwierig. Der Dienstleister Ferenczi hat mal wieder dem Politiker eingeredet, doch unbedingt etwas zum westlichen Bündnis zu Papier zu bringen und umgekehrt den Chefredakteur der Welt am Sonntag von der Notwendigkeit eines solchen Artikels überzeugt. Das Resultat mag allen förderlich sein, in jedem Fall aber dem Ruhm des Erfinders, schrieb einmal ein Kenner des Meisters. Und wenn er damit noch nicht genug gemanagt hat für den Tag, sitzt er wieder an seinem Tisch und Telefon im Hotel Vier Jahreszeiten und wartet auf einen Journalisten. Die nehmen es bekanntlich mit der Tugend der Pünktlichkeit nicht ganz so genau. 15 Uhr, ja. Aha, okay. Ja, okay, also 13 Uhr, ja. Okay, 13:45 Uhr, okay, dann. Er telefoniert den ganzen Tag. Und es ist am Gerät Josef von Ferenczi. Ich habe gesagt, ja, hier ist Colin, hat er gesagt, tschüss. Man redet. Andere machen das viel, sagen wir, ja, direkter. Das ist eine Begabung, die hat einer oder hat sie nicht. Jemand hat mich einmal gefragt, wie machen Sie das Ferenczi? Grundsätzlich. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich mache das. Das ist wiederum einmal ehrlich und klar. Keine Konzept. Darum frage ich ununterbrochen jeder, was bin ich eigentlich, wenn ich noch immer nicht weiß. Obwohl schon nach 40-jähriger Tätigkeit sollte man das wissen. Sag mal, wo kriegt man hier trinken oder etwas essen oder hier? Champagner empfangen. Schenke nimmt durch die Türe und so. Ne? Ja. Weiß nicht, wo diese Trinkmöglichkeit ist. Vielleicht hier. Dann gehe ich nicht weiter. Ich gehe nicht weiter. Am Ende werden wir verdurstet. Hallo.